Freunde, 55 Coaching- und Consulting-Nischen, denen ihr mindestens fünfstellig im Monat verdienen könnt. Ja, 10.000 Euro im Monat. Das in diesem Video. Ja, wir gehen jetzt hier gleich einfach alles durch. So, meine Lieben, Andreas hier mit den 55 Coaching- und Consulting-Nischen, in denen du mindestens fünfstellig im Monat verdienen kannst. Das ist eine Liste aus den letzten 12 Monaten von Nischen, in denen einige unserer Kunden 10.000 Euro und mehr pro Monat verdient haben. Und der gute Philipp und ich werden einfach jetzt mal hier ein paar Nischen durchgehen, genau, und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei wem das gut gelaufen ist, was die Leute genau gemacht haben, damit ihr einfach mal seht, dass wirklich jeder es schaffen kann, ein hochpreisiges Angebot zu entwickeln. Wir legen auch direkt los, ja, legen einfach alles durch. Erste Person auf der Liste, der Vertriebstrainer. Ja, klassischer Verkaufscoach, ist auf jeden Fall ein Ding, was super, super spannend ist. Anekdote dazu, unser Partner Armin Veseli hat das Ganze auch mal als Online-Business gestartet. Da haben wir einfach auch wieder mal einen Testballon gemacht mit dem Prinzip, was wir selber auch hier im Einsatz haben. Und wir haben da im Prinzip innerhalb von 7 Tagen so um die 20.000 Euro direkt abgesetzt mit einem ganz einfachen Funnel. Also es funktioniert auch ohne jede Bekanntheit, ja, weil Armin ist ja nach außen quasi unbekannt. Da haben wir 2, 3 Anzeigen geschaltet und das war's. Ja, das heißt, das funktioniert sehr gut. Nummer 2, ja, der Marketing Consultant, sind gerade goldene Zeiten. Ja, wir haben Unmengen Kunden im Prinzip, die gerade nichts anderes machen, außer Leuten zu zeigen, wie man rudimentär Online-Marketing einsetzt zum Beispiel. Ja, oder sich mal eine vernünftige Strategie ausdenkt, um überhaupt mal Kunden zu gewinnen. Und da zeigt die Erfahrung einfach, jeder von denen kann sofort fünfstellig gehen. Man kann auch in einzelne Details runtergehen. Ja, hier, dritter Punkt. Wir haben einen Kunden, der arbeitet nur als Positionierungstrainer zum Beispiel. Und da ist es problemlos möglich, 2.500-3.000 Euro nur für ein 6 Wochen Positionierungscoaching abzurufen. Läuft wunderbar, ist fünfstellig im Monat, super, super, super simpel. Vierter Punkt. Was steht hier auf der Liste? Social Media Consultant. Aha. Was macht ein Social Media Consultant? Was stellst du davor? Ja, der organisiert Social Media Profile von den Leuten und zeigt ihnen, wie sie ihr Social Media richtig aufbauen. Genau. Wer macht denn so einen Job zum Beispiel? Ich unter anderem. Genau. Unter anderem der Philipp verwaltet einige meiner Social Media Profile, kümmert sich zum Beispiel um den YouTube-Kanal, dass der immer gut Futter hat. Sorgt dafür, dass die erste Welle von Anfragen zum Beispiel über eine Fanpage kommen und so weiter. Vorqualifiziert wird und dass nur die richtigen Nachrichten durchdringen und so weiter und so fort. Oder sorgt dafür, dass keiner irgendeinen Unsinn irgendwo postet. Und diese Art von Tätigkeiten, die kann man als Selbstständiger zum Beispiel auch machen für 3, 4, 5 Kunden. Und dann kannst du auch locker 2.000 Euro dafür verlangen im Monat pro Profil. Ja? Das ist nicht so viel Arbeit im Prinzip. Ja? Man kann es auch systematisieren, man kann es auch abgeben wieder an andere. Ich meine, wie schön hast du das jetzt gelernt? Ja, einen Monat. Jo, nach ein paar Wochen Training läuft das im Prinzip, da könnte man eine ganze Agentur draus machen, geht sofort fünfstellig, wenn man weiß, was man tut. Fünfter Punkt, PR-Berater. Ja, wir haben einen Kunde, der generiert einfach Anfragen von Unternehmen, die gerade jemanden suchen, der ihren Ruf aufpoliert zum Beispiel. Ja. Ist ein sehr spannendes Offer, ist nicht ganz alltäglich, aber klar, fünfstellig wert. Ja, wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast, du hast gerade einen schlechten Ruf, passiert ja ständig, gibt ja 4 Millionen Unternehmen in Deutschland, glaube ich, und deutschsprachigen Raum, passiert halt ständig, dass da irgendeiner gerade irgendwas gemacht hat, wo er vielleicht jetzt einen neuen PR-Berater braucht, um das Ganze umzudrehen. Ja. Was haben wir hier? Sechstens, Traffic Consultant. Traffic Consultant. Das heißt, wenn jemand bist, der in der Lage ist, Online-Marketing Traffic zu erzeugen, ja, in irgendeiner Nische und auf ein Angebot das Ganze lenken kannst, dann ist das sehr, sehr viel Geld wert. Heißt, wenn du schon mal eine Facebook-Anzeige profitabel geschaltet hast, dann gibt es Unternehmen da draußen, die würden dir jede Menge Geld dafür zahlen. Ja, momentan ist ja so eine kleine Welle am Laufen, dass man Local Social Media Agencies aufbauen soll. Das wird ja von sehr vielen Leuten gerade als neue Opportunity proklamiert. Das Ding läuft, da kann man fünfstellig mit verdienen. Ja? Easy. Da kann man in jeder größeren Stadt ab 100.000 Leute oder so in Deutschland sollten mindestens 2, 3 dieser Agenturen angesiedelt sein. Minimum, wenn nicht sogar mehr. Aber wozu denn auf eine Stadt beschränkt sein, wenn man das Ganze online mit ziemlich jedem Kunden machen kann, in jeder Stadt?
Blog bzw. Content Coach. Weiß ich ganz genau, hat jemand ein Programm gebaut, eine Ausbildung gebaut, um Unternehmen zu zeigen, wie sie ihre Mitarbeiter darauf schulen können, Content Marketing zu betreiben. Soweit ich weiß, schon 6-stellig im Monat. Ist machbar. Ja? Jede Nische funktioniert. Hier, ein Riesenthema. Punkt 8. Ja? Copywriting, Werbetexter. Ja, die ganze Welt sucht Menschen, die in der Lage sind, hochkonvertierende Webinare, Verkaufsseiten, Verkaufsvideos, Websites und so weiter zu skripten. Ist in Deutschland absolute Mangelware, kann fast niemand. Ja, ist auch der Grund, warum die meisten Leute trotz einem genialen Funnelaufbau, wo alles technisch steht, nichts verkaufen, weil deren Funnels einfach keine vernünftigen Werbetexte, also Copy, haben. Ich habe zum Beispiel letztens für 20.000 Euro mal ein Webinar geschrieben. Ja, war 2 Tage Arbeit und funktioniert. War dann damit 5-stellig. Neuntens. Webdesigner. Der klassische Webdesigner sollte heute eher zu einer Art Funnel-Architekt werden und nicht mehr Websites verkaufen, aber Websites werden immer noch gekauft. Ja. Mhm. Auch hier, je mehr man sich spezialisiert, desto besser. Wenn jemand bis den Online-Shop aufbaut und da den Shop als in die Website einen Shop einbaut, da wird Geld mit verdient. Kann man sofort hohe Werte nehmen. Ja, 5.000, 10.000, 15.000, 25.000 Euro pro Projekt, alles machbar. Amazon-Experten, ja, Leute, die Händlern dabei helfen, sich besser bei Amazon zu positionieren oder auch die Leute, die FBA-Business aufbauen bei Amazon. Wenn du da Expertise hast in dem Bereich, 5-stellig. Hast du ja auch schon einigen Leuten beigeholfen. Genau, der gute Lars Müller, der hat damals mit der Ausbildung einige 100.000 Euro verkauft. Genau, und mit ihm arbeite ich gerade ein Händler-Mentoring, glaube ich, aus. Genau. Und da kommt was. Ja, also das ist definitiv auch ein Ding, das ist 5- oder 6-stellig, wie gesagt, wenn man es richtig macht. Online-Shop-Beratung. Wenn du, es gibt Millionen von Shopify-Stores, ja, und du kannst international oder auch national einfach ziemlich jeden, der so einen Shop hat, mit ein paar Klicks, ja, den Shop optimieren und Leute verdienen richtig Geld dadurch, weil die einfach keine Ahnung haben, wie das Ganze geht, ja, und wenn du da Ahnung von hast, wenn du Online-Shops berätst und die Conversion da erhöhst, super, ja, locker 5-stellig im Monat, locker. Business-Coaching jeder Art ist auch eine Nische, ist sowieso klar, dass das 5-stellig geht. IT-Beratung geht locker 5-stellig, da haben wir auch Leute, die sich da spezialisiert haben auf diverse Programmiersprachen oder Systeme. Das ist ja auch alles noch klassischer B2B, ja, das klappt alles, kann man alles online machen. Das heißt, man kann online die Kundenanfragen reinholen und abschließen, das funktioniert wunderbar. Autorencoaching, ja, wie schreibt man sein eigenes Buch, seinen eigenen Bestseller, oder noch besser Ghostwriting anbieten, selber der noch Autorendienste anbieten. Da kennen wir jemanden, der publiziert für sehr viele Leute die Bücher, ja, nimmt dafür eine hohe, hohe 5-stellige Summe, produziert das die Bücher gemeinsam mit den Leuten und ja, funktioniert. Startup-Coaching, Gründungsberatung, auch ein super spannender Markt. Wenn du da ein vernünftiges Unternehmen findest, das auch schon ein bisschen Geld hat, also ein bisschen Investmentsumme hat, macht das durchaus Sinn. Sonst sind Gründer ja eher nicht so gut mit Geld bedacht, aber 5-stellig geht immer. Ja, wir kennen da auch jemanden, der hat verkauft da 2.000 Euro Coachings, verkauft 4, 5, 6 Kunden im Monat, ist dann auch eigentlich immer 5-stellig im Monat. Super easy. Organisationscoaching. Das kann alles Mögliche sein. Ich glaube, das hier bezieht sich bei der Liste, wenn ich mich an die Fallstudie erinnere, richtig, auf jemanden, der, Büroorganisation, ja, der Leuten dabei hilft, die Büroprozesse in großen, also in KMUs, in Unternehmen halt zu verbessern und der in der Lage ist, dadurch halt die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen oder sogar Mitarbeiter einzusparen. Auf jeden Fall 5-stellig im Monat. Also klassisches B2B. Erfolgscoaching, also Motivationstrainer und so weiter sowieso. Die können das machen. Die haben meistens machen die Seminare vorne oder machen irgendwelche günstigen Einstiegsdrogen in Anführungszeichen, ja, und verkaufen dann halt ein Seminar im Hintergrund oder ein Mentoring für mehrere tausend Euro, auch super machbar. Kommunikationstrainer jeder Art, B2B-Bereich, aber auch zwischenmenschlich, da kann man auch einiges machen. Mhm. 5-stellig. Führungskräfte-Coaching auf jeden Fall. Vor allem, wenn es als reines B2B-Angebot versteht. Finde ich super toll. Produktivitätscoaching im Sinne von, wie du und andere Unternehmer coach, dass sie mehr erledigt bekommen, dass sie mehr aus ihrer Zeit rausholen. Das würde der gute
Ja, Robert Kress, mit dem wir zusammenarbeiten. Der zeigt sich mit Unternehmern, wie sie mehr Zeit für sich selber finden und sich ein bisschen zurücknehmen können, ohne dass ihr Business darunter leidet. Das ist eigentlich eine andere Form von Produktivitätscoaching. Super, super gut. Zeitmanagement-Coaching spielt da auch mit rein. Also diese beiden Nischen hängen eng zusammen. Dann gibt es Karriere-Coaches, die dabei helfen, den nächsten beruflichen Schritt zu machen, vielleicht höheres Gehalt zu verhandeln, die richtige Stelle zu finden. Da haben wir auch einige Leute. Bewerbungscoaching, ja. Genau. Punkt 23, sehr wichtig, ja. Akademischer Consultant. Damit meine ich mich selbst vor allem, ja. Aber wir haben mittlerweile auch Kunden, weil ich ja selber nicht mehr so aktiv in der Nische drin bin, haben wir auch ein paar Kunden mittlerweile, die angefangen haben, auch im Studentenbereich jetzt teuer reinzugehen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, weil ich finde einfach die Zeit dazu nicht mehr so. Wir machen das nicht mehr so aktiv, aber jetzt übernehmen die das nach und nach. Ziemlich coole Sache. Schaffen es auch, 2000 Euro pro Studentencoaching zu vermarkten oder verkaufen halt, wie man eine Abschlussthesis schreibt, also ein Mentoring-Programm, um seine Thesis zu schreiben. Super, super geil. Funktioniert. So, Bewerbungstrainer. Fällt Christian und Karrierecoach rein, haben wir eben schon darüber gesprochen, ist aber ein eigener Punkt auf der Liste. Verhandlungstrainer, ja, wie man korrekt verhandelt, ist wichtig im B2B-Bereich bei Einkäufern und Verkäufern auf jeden Fall sehr wichtige Sache, aber auch bei Führungskräften sehr häufig, wenn es darum geht, eigene Vorschläge durchzubringen, also Verhandlungstraining, Rhetoriktraining, sowieso, ja, wie spreche ich überhaupt auf der Bühne zum Beispiel oder wie präsentiere ich mich, da gibt es ja eigene 5000 Euro Seminare zu. 3 Tage gehen und so weiter, wie sowas funktioniert. Also es klappt. Image- und Stilberatung an dieser Stelle immer. Shoutout an Yannick Nuss, ja, von mannmitstil.de. Ja, mannmitstil.de macht auch ungefähr 10.000 Euro im Monat mit Stilberatung übers Internet. Ja, hat eine richtig geile Plattform gebaut mit einem richtig geilen System, wie man sich selber vernünftig kleidet, je nachdem, was man da signalisieren und ausdrücken will nach außen. Ein super Typ, toller Kunde, ist alles richtig gemacht. Honorar- und Finanzberatung bzw. Coaching klappt auf jeden Fall. Immer da, wo Geld verdient wird, kann man auch Coaching anbieten im Prinzip. Ja. Immobiliencoaching, Tradingcoaching, geht alles in dieselbe Richtung. Müssen wir nicht drüber sprechen, das sind alles 6-stellige Coaching-Businesses im Monat. 6-stellig im Monat logischerweise. Ja. Und 5-stellig immer im Monat, davon sprechen wir, immer auf Monatsbasis. Purpose-Coaching/Lebenssinn finden klappt auch wunderbar. Ja, die ganzen Leute, die ganzen Millennials sind heutzutage ja komplett sich unklar, was mit ihrem Leben machen wollen. Immer mehr Leute wachen mit Mitte 30 auf und denken sich, soll es das gewesen sein? Und fragen sich einfach, wie geht es weiter? Und da gibt es Leute, die sind auch spezialisiert, Leuten zu zeigen, was ihre Passion ist, wie sie die ausleben können, wie sie glücklicher werden in ihrem Leben. Motivationscoaching, hatte ich eben schon mal darüber gesprochen. Angstcoaching, Panikattacken überwinden, Ängste überwinden in jeder Form. Da gibt es ja Ausprägungen ohne Ende. Was viele nicht wissen, 20-25% aller Menschen in Deutschland, nach Studien, haben im Laufe ihres Lebens irrationale Ängste und Panikattacken. Diese richtig einschreckende Lebensqualität. Ist ein Riesenmarkt. Gibt es noch wenige Top-Experten, beziehungsweise es gibt Leute, die positionieren sich auf einzelne Nischen und die werden damit super erfolgreich. Punkt Nummer 34, ja, Glücks- und Erfüllungscoaching. Einfach, wie du glücklich bist. Im Prinzip gibt es ja da, wie heißt sie, Laura Maria Seiler? Seiler auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall, es ist einfach nur Happiness-Coaching. Ja. Soweit ich weiß, auch die Dame ist auch sehr, sehr gut unterwegs. Midlife-Crisis-Coaching geht in eine ähnliche Richtung wie das Erfüllungscoaching, aber ist wieder anders vom Frame her, ja. Burnout gehört auch mit dazu teilweise. NLP-Training, NLP-Coaching, das ist auf jeden Fall auch 5-stellig. Hypnose-Coaching, immer so diese ganzen Schulungen und Fortbildungen in irgendeinem Tätigkeitsbereich. Dafür zahlen Leute immer sehr, sehr viel Geld. Wunderbar, klappt alles. Reiki-Coaching, es gibt sogar ein Coaching für Leute, die auswandern wollen. Ja, es gibt also Coaching-Programme für Leute, die den Dubai-Fuß fassen wollen, wie sie das machen, worauf sie achten müssen, das weiß ich. Das sind einfach nur Nischen, die unsere Kunden erfolgreich geworden sind. Yoga-Lehrer, High-Performance-Coach im Sportbereich zum Beispiel, aber auch im Management-Bereich, wunderbar. Live-Coaching in breiten Rahmen, ja, geht halt immer, ist ein bisschen unspezifisch dann, aber Leute zahlen dafür halt einfach 2000 Euro im Monat ohne Probleme. Erziehungsberater, ja, wie werde ich zu einem effektiveren Elternteil, das mit dem eigenen Kind umgeht. Paar- oder Eheberatung, klar. Ja, wenn du so ein Unternehmerpaar hast, wo einfach sehr viel Geld dahinter ist, da wird die Scheidung 100.000 Euro kosten. Die Leute haben ein Incentive, Geld auszugeben, das kann ich euch auf jeden Fall sagen.
Ganz wichtiger Punkt hier, das will ich eigentlich gar nicht sagen, sonst wird das hier noch bei YouTube demonetarisiert. Aber hier Punkt 45, ja, das gute alte SEX-Coaching. Ja, das SEX-Coaching, wenn Leute einfach im Bereich Tantra mehr erfahren wollen zum Beispiel, da haben wir auch die eine oder andere Dame, die hat sich damit schon selbstständig gemacht und gibt dahin Tipps. Super spannendes Thema. Wird unfassbar viel Geld mit verdient, mehr als man glauben sollte. Wir sind hier gerade in der ganzen Paarecke, ja. Scheidungscoaching, wie komme ich durch die Scheidung ohne Rosenkrieg? Ist ein super relevantes Offer. Wie komme ich da an die Kunden ran? Ja, entweder Facebook, weil tatsächlich kann man diesen Divorced-Status oder dieses Ding, Facebook weiß einfach, wer sich scheiden lassen will. Macht euch mal keine Sorgen. Aber viel besser im echten Leben einfach mit den Anwältenpartnern. Ja, die haben ja die Leute schon. Das ist ja die Traffic-Quelle, das sind ja die Scheidungsanwälte. Super easy, ja. Ganz einfacher Move. Den Tipp haben wir der Kundin gegeben. Zack, verkauft ihr ohne Ende damit. Dating- und Flirt-Coaching, damit kann man Millionen im Jahr machen. Dazu Case-Study auf diesem Kanal RSD Max, ja, findet ihr. Auch wenn ihr auf dem YouTube-Kanal das Ganze schaut, findet ihr Max und seine Fallstudien dazu. Da haben wir in 4 Monaten über 1 Million Euro abgesetzt mit einem Produkt, das 200.000 Euro kostet. Funktioniert. Fotografie-Coachings, ja, wie man bessere Fotos macht. Gesundheits- und Ernährungsberatung sowieso. Alles, was Körper, Gesundheit, Fitness angeht, funktioniert wunderbar. Personal Trainer, Fitness Trainer. Alles in Richtung spirituelle Beratung. Da gibt es ja 1000 Facetten und Ausprägungen von. Klappt auch wunderbar. Kann man 10.000 Euro mehr jeden Monat machen. Achtsamkeits-Meditationstrainer. Fünfstellig. Hundetraining. Fünfstellig. Schauspielcoaching, fünfstellig. Gesangs- und Instrumentalcoaching, fünfstellig. Hier, der gute Florian, ja, kenne ich schon seit Jahren, hat seit Jahren online irgendwelche günstigen Infoprodukte für 200 Euro verkauft, verkauft jetzt 1500 Euro Gitarrentrainings. Ja, 8 Wochen Gruppencoaching. Das ist der Hammer. Meine Liste ist jetzt hier, glaube ich, bei 55 zu Ende, aber was haben wir noch? Schlafcoaching, ja, wie schläft ein Baby gut ein? Klappt wunderbar. Haben wir noch alles Mögliche. Ey, wir haben so viele Nischen, also wir haben in Summe bestimmt mindestens 150 Nischen, die Leute schon fünfstellig verdienen. Teilweise haben wir halt Nischen, wo Leute die Millionen im Jahr machen und mehr. Also, das ist die Wahrheit, Freunde. Ja? Du kannst überall 100.000 Euro im Jahr Minimum machen. Und wenn du 100.000 Euro im Jahr schon knackst, dann kannst du auch noch ein Team aufbauen und ein paar Strategien von uns umsetzen und kannst vielleicht sogar die Millionen im Jahr knacken. Es geht. Es geht einfach. Das ist so hart bewiesen hier, ja, es funktioniert. Ihr braucht nur jemanden, der weiß, wie es geht. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann kommt ihr zu uns ins Gespräch, www.andreasbaulig.de, bucht einen Ersttermin, sprecht mit mir oder meinen Beratern im Team und wir geben euch einen Plan mit, wie es funktioniert. Und dann kommt ihr einfach zu mir und wir machen das Ganze mit dir klar. Ja, wir bringen dein Business, egal welche Nische du bist, auf dein Level, wo du mindestens 5-stellig im Monat, wenn nicht sogar 6-stellig im Monat verdienst, je nachdem, wo du gerade stehst und wie viel Zeit wir haben gemeinsam. Ja? Gut, bis zum nächsten Mal, euer Andreas und der Philipp. Mach's gut. Ciao. Ciao.